da bricht was durch die Mauer und ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, was es ist, weil... Es wirkt etwas größer. Ach, so groß ist es gar nicht. Guck mal, es ist ein ganz kleiner Lümmel. Aua. Hau. Okay, Moment, ich hau mal kurz. So, da hast du. Was ist dieses gelbe Signal? Oh, da ist noch einer. Super. Hau. Wie ging denn nochmal dieser Superangriff? Moment mal. So. Cheng, Zang. So. Und ein letztes Mal. So, jetzt auf den da schießen, genau. Dann kommt der nächste. Kann das sein? Super. Auf die Haselnuss. Und Zeng, Zang, Zuck. Nein, das machst du nicht. Nein! Verdammter Mist. Sag mal, wie viel hat's denn von der Sorte? Auf die Rübe. Nochmal auf die Rübe. So. Es wird langsam... Ja, ich komme ja schon. Wieso hat denn der dich? Ja, meine Rede. Lass mich in Ruhe. Ach ja, das war der super Angriff. So, warte mal. Da hinten, der ist geblockt. Ich meine, gedingst. Und aus die Maus und Headbutt und Headmonch und keine Ahnung. Wo sind die alle? Nein, lass ihn doch mal in Ruhe. Hey. Dein Vater ist tot. Ha, zu fix. Okay, das kriegen wir nochmal hin. Die sind ein bisschen haariger. Und vor allem sind da neue Mechaniken drin. Zum Beispiel können sie meinen armen kleinen Jungen grapschen. Das können wir überhaupt nicht zulassen. Komm raus da. Etwas bricht durch die Mauer. Ja, mittlerweile wissen wir ja, was es ist. So, zing, zang. Ey, oh, warum... Warum kann er sich erholen? Okay, es war beides blöd gerade. Es war einfach mal zu viel gebolzt. Ting, tang, zock. Ah, wenn man im richtigen Augenblick blockt, dann kann man das... Genau, so... Es war nicht im richtigen Augenblick geblockt. Aua, es war auch nicht im richtigen Augenblick. Jetzt aber, komm. Eins, zwei, weg mit dem. Hier gibt es wirklich viele Zauber. Das ist so eine Erkenntnis, mein Kind. Aua. So. Okay, ich glaube, ich muss das nochmal machen. Weil... Ich krieg hier gerade so massiv auf die Haselnuss. Ich brauche Hilfe. Ja, ja, ja. Ah, ah, ich komme ja schon. So. So, nochmal. Ja, das wollte ich zwar nicht, aber gut. Aua, er hat mich gehauen. Ja, doch, der Papa ist ja schon da. So, nochmal. So. Jetzt lass dich doch nicht immer von denen einfangen hier, Mann. Die können doch nix. So. So, den hätten wir. Nein, Vorsicht. Genau, der ist hinüber. Jetzt nur noch der da. Nur noch der eine. Nee, nee, nicht mit mir. Ja, dann schieß. So, und aus die Maus. War es das jetzt bitte? Oder kommt noch einer? Also das war schon ein bisschen schwieriger, das Kämpfchen, muss man sagen. Ich kann nicht mehr. War in der Tat schon etwas schwieriger. So, also wenn die diesen gelben Kreis haben und wenn man in dem Augenblick blockt, dann kann man...
Ja. Ist eine Öffnung. Dann kann man quasi so so einen Gegenschlag machen und dass der Junge. Was ist da unten? Und was hast du da oben gesehen? Okay, gehen wir erstmal da rauf. Hörst du das? Nein. Was ist das? Wird sich zeigen. Die Hexe schrumpelt da. Was habe ich da genommen? Ich weiß es nicht. Junge, geh doch nicht vor, wenn da eine gruselige alte Stimme rumkrächzt. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, die Hexe schrumpelt da. Es ist die Hexe schrumpelt. Sieht jemand, woher das kommt? Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu? Ja. Du hast es endlich erfasst, mein. Sag mal. Sicher ist sicher, ne? Da ist noch so einer. Ich will nur sicher gehen, dass die nicht gleich aufstehen und uns in den Pöter treten wollen. Ich hab's doch gesagt. Na, meine Beste. Daneben. Super, hat ja super geklappt. Okay. Die Hexe Schrumpeldei. Sag mal. Ich weiß. Schieß mal drauf auf die doofe Kuh. Nein. Schieß. Komm, schieß nochmal. Der Betäubungsdings ist gleich fertig. Bleib doch mal hier. Aber nichts für deine Pfeile. Feuer! Die blöde Kuh, was ist das für ein Ding? Die Hexe Schrumpeldei wird jetzt in den. Wo ist sie? Da. Ja, gleich ist sie hinüber. Komm, du machst das. Ja. Lauert's. Nein. Oh, pass auf. Mann! Bin noch nicht so weit. Deckung. Jetzt. Boah, was für ein unangenehmes. Oh, was ist das? Ich habe irgendwas aufgenommen. Ich weiß nicht, was. Verwenden Sie Fähigkeiten zu erwerben? Gelangen Sie. Okay, wir haben irgendwas Neues bekommen. Wir gucken mal erstmal, was das war. Bestiarium. Das war eine Wiedergängerin. Mutter erzählte mir einst, dass einige Hexen hier und da kleine Teile ihrer Seele eintauschen, um mächtiger in der Magie zu werden. Irgendwann verlieren sie alle ihre Menschlichkeit und werden zu Wiedergängerinnen. Sie können blitzschnell verschwinden und dann spezielle Wiedergängerinnen können, was? Über ihren Atem und Berührung Gift verbreiten. Naja, das ist ja. Den kennen wir schon. Ja. Okay. Cool. Aber wir können, glaube ich, aufsteigen, oder? Wie viel haben wir denn? 420, damit kann ich überhaupt nichts machen. Das ist eine dreckige Lüge mit 420. Da hilft, da fehlt noch einiges. Okay, wir können noch nicht aufsteigen. Aber wir haben noch irgendwas Neues gekriegt. Was war denn das, was wir da vorhin gekriegt haben? Keine Ahnung. Nein, das wollte ich gar nicht. Was ist da? Oh! Jetzt hätten wir beinahe die gute Schatzkiste. Ich will da runter. Ich will an die Schatzkiste ran. Jetzt sag mir nicht, dass er da nicht runter kann, weil er da nicht runter kann. Unglaublich, er kann da nicht runter. Wer ist er hier? Nein. Auch nicht. Ich kann da nicht runter, echt nicht. Na gut, dann. Erstmal weiter, mein Kind. Warum ist mein Gesundheitsbalken so erbärmlich niedrig? Ich höre hier auch irgendwas. Was ist denn das da zum Beispiel? Nein. Wie komme ich da runter? Da ist auch irgendwas. Guck mal, hier ist eine Fackel. B. Warum hat dich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Warte mal, kommen wir jetzt vielleicht, wir können runter oder rauf?
Okay, erstmal zu der Kiste. So kommt man also hier runter. Ach nee, 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 hey. Kind, schieß. Ach nee, das ist ja gar. Oh, der ist lila. Warum ist der lila? Lila heißt böse. Vorsicht. Schieß ihm in den Rücken. Ohaha. Warum ist denn meine Gesundheit so down? Schieß dem doch mal ins Gesicht, Mensch, Kind. So. Haha. Nein. Das war doch nur ein Kratzer. Also die Gesundheit scheint sich nicht automatisch zu regenerieren. Nee, ist die Zippe wieder da? Nein, die ist nicht wieder da. Okay. Aber jetzt habe ich volle Gesundheit, oder? Ja, okay, jetzt kriegen wir den. Komm mit, Sohnemann. Let's catch. Man muss nur dem unblockbaren Angriff ausweichen. Komm mal her, mein Gutes. Hau mal zu. Ja, dem zum Beispiel. Ey! Hau! Okay, das war blöd. Nein! Oh Gott. Okay, ich pfeife schon wieder aus dem letzten Loch. So! Nein! Hau! Okay. Einen was? Was ist denn ein Heilungsstein? Okay. So. Nein. Ah, Mensch, da hat er mich erwischt. Okay. Es ist nicht ganz einfach. Aber aller guten Dinge sind drei. Der ist ja auch lila. Man muss ja bedenken, lila heißt ja aufs Maul. Na, komm. Aber ich will diese Kiste haben. Der Junge hat gesagt, ich soll einen Heilungsstein finden. Jetzt ist die Frage, wo finde ich einen Heilungsstein? Ich guck mal ganz kurz. Hier kommen wir nicht lang. Okay, das ist tatsächlich eine Sackgasse. Es geht nur um diese Kiste da hinten. Schieß, mein Sohn! Hört jetzt. Dann los! So. Okay, den muss ich. Dem zweiten muss ich ausweichen. Zum Glück ist er ja. Na komm, hau zu, komm. Ja, und jetzt haut er nochmal über Kopf. Jawohl, und jetzt bin ich dran. So. Okay, ich darf den. Dem zweiten darf ich nicht abkriegen. Ich bin dann ein bisschen zu gierig. Der kommt und jetzt kommt der Überhandschlag und jetzt nur einmal den hier und weg. Weil jetzt kommt er damit an und nochmal und. Jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Jawohl, gut gemacht. Haha. So, und jetzt nimmt auch wieder meine Gesundheit zu. Also offenbar zählte der da unten als Feind und deswegen konnte ich nicht regenerieren. So, jetzt muss ja hier was total Episches drin sein. Nämlich, riecht ja übel. Weicher Schwarzheimstahl. Okay, was gibt's hier so? Ich weiß nicht, was es ist. Glaubst du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir mal ganz kurz etwas einstellen müssen. Und zwar ist mir aufgefallen, ich hatte mal die Grafik testweise. Das gehen wir mal wieder auf Ultra hier. So. Testweise ein bisschen in anisotropischen Filtering und was war das andere? Fantasie. Runtergestellt, aber da habe ich dann Tearing-Effekte. Ja, die sind jetzt weg. Okay. Cool. So. Chuck.
So, hier sind wir hergekommen. Jetzt würde ich sagen, erstmal weiter rauf. Also die Kämpfe werden anspruchsvoller. Was ist das da oben? Ein Dingens. Ich guck, bevor wir hier weitermachen, mein Sohn, gehen wir erstmal diese Kiste da holen. Ah, da unten haben wir immer noch Tearing-Effekte. Also offenbar bewirkt das keine Änderung. Das war was? Das war nochmal weicher, nochmal Stahl. Okay, ihr seht das, ne? So leichte, so Screen-Tearing-Effekte. Keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll. Ich weiß nicht, was das ist. Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Okay, ich folge dir. Wohin folge ich dir denn? Also da kommen wir nicht lang. Dann würde ich mal sagen, hier rüber. Ah! Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, der Arme. Ist der tatsächlich? Der ist tot. Okay, man kann Sachen worunter schubsen. Bestiarium, neuer Typ. Was habe ich denn Neues eingesackt? Trauger, ein schwerer Trauger, Wiedergänger. Nö, ich habe doch gar nichts Neues gefunden. Ich guck erstmal. Wo geht's hier hin? Na, hier geht's nur in die Suppe. Ich nehme mal an. Ich weiß nicht, ob man da reinspringen sollte. Das sieht mir irgendwie so pseudoflüssig aus. Was ist das? Kann man das irgendwie. Oh, guck mal. Man sollte in der Tat Dinge zerstören. Was kann man da machen? Aha. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden. Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Du kannst kämpfen. Sprech nicht mehr davon. Dann möchte ich sehen, wie du kämpfen kannst, mein Freund. So. Fanden die nicht lustig. Ja, ja, Feuer. Hab ich den erwischt, ja. Guck mal, ich kann Fernkampf. Was sagt er? Ding, ding. Blaut, siehst du, wie ich das kann? Ey, warum ist denn der ausgewichen? Haha, ich kann Fernkampf. Haha, du nicht. Ja, ja, alles in Ordnung. Ich habe alles unter Kontrolle. Junge, schieß doch mal. Haha. Okay, machen wir den letzten mal so fertig. Daneben. Spalt N. Spaltet den, schaltet den Schmerz ab. So, den machen wir mal vorsichtshalber kaputt, ne? So. Na, was ist denn? Junge. Ja. Was ist denn das? Da liegt irgendwas. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Und was hast du jetzt. Was habe ich jetzt gefunden? Wissen hinzugefügt. Neue Schriftrolle. Warte mal. Ach so, das ist so. Verstehe. Riesen. Ich habe etwas gefunden, was anscheinend ein Marktplatz war. Genau, Schriftrollen. Ah, das sind so Lore-Schnipselchen. So, wir könnten darauf, wir könnten auch, warte mal, hier noch ein paar Sachen zerdeppern, wo manchmal was drin ist, manchmal aber auch nicht, scheinbar. Ich habe doch eben irgendwas gehört. Da zum Beispiel. Gib mir die ganzen Items. Ist hier was drin? Nein. Hier irgendwas? Nein. Moment, was ist das für ein riesiges Tor? Hier, Junge. Da steht, er heißt Rungi. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht,
Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da, Rungnirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Hat er gerade Thor als einen Idioten bezeichnet? ein sehr selbstbewusstes Kind. Jetzt haben wir diese ganzen Aufträge. 726, wir können wieder was... ich guck gerade mal, 25 Angriffe parieren. Aha. Naja, das machen wir automatisch, nehme ich mal stark an, ne? Das ist hier alles und so, alles so Sachen, die passieren. Aber wir können jetzt mal hier neue Fähigkeiten. Wir haben jetzt nämlich 726. Hoppala. Nein! Sieg jetzt erst. Es gibt auch fürs Schild. Ja, sicher. Und für den. Ach, du ahnst es bitte nicht. Okay, was gefällt uns denn? Tippen Sie zweimal an, um den gegnerischen Block zu durchbrechen. Rage-Kampf. Wächterschild. In Spartas Rage drücken Sie um einen Sprintschlag. Ich glaube, ich gehe mal auf die Axt. Ich lasse mal den Schild außen vor. Wobei das Gör wäre natürlich auch nicht schlecht. Atreus hilft Kratos, wenn Gegner in bestimmten verwundbaren Zuständen sind oder wenn Kratos angegriffen wird. Okay, wenn ich den umhaue, was passiert dann? Dann springt das Kind dem aufs Kreuz. Oder? Ja, springt ihm aufs Kreuz und... Keine Ahnung, macht er das automatisch? Okay. Was ist das? Während Atreus ein Gegner würgt, kann er eine Combo ausführen, wenn Kratos Gegner weit weg schleudert oder schlägt. Moment mal, nochmal was. Keine Ahnung, was das ist. Atreus kann eine Reihe von Angriffen mit hohem Betäubungsschaden gegen Nähe ausführen. Aber da steht auch nicht, welche Tastenkombination das ist, ne? Schwierige Sache. Setzen Sie die Reise fort, um die Fähigkeit zu enthüllen. Okay. Oh je. Nee, das wollte ich gar nicht. Das heißt, ich habe jetzt massive... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht... Sparen wir uns das Geld erstmal? Ich glaube, das sparen wir uns erstmal. Ich setze erstmal die Reise fort. Rumpel. Weil ich habe so... Ich weiß ehrlich gesagt nicht... Na komm, gehen wir erstmal hier lang. Oh, epischer Loot. Das war Hacksilber. Keine Ahnung, was wir mit Hacksilber machen. Und was das war, weiß ich auch nicht, aber ich habe es eingesammelt. So. Falls du auch nochmal aufstehen solltest. Ich glaube, das war es. Was ist hier hinter? Kann da eventuell noch was? Nein. Okay, wir gucken mal ganz kurz nach oben. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Ich denke mal, hier sind wir durch. Keine Ahnung, was das lila, was das rote Zeug war, was ich da eingesammelt habe. Können ja mal gucken, ob wir hier irgendwas. Ne, da haben wir nichts eingesammelt. Haben wir da irgendwas eingesammelt? Nein. Haben wir nicht. Und hier? Haben wir auch nichts. Hölzerner Griff. Okay. Weiter geht's. Und ich fürchte, werter Atreus, wir müssen jetzt da auf diese komische, halbflüssig aussehende Ebene hinunter. Hier hin und dann kommt der böse Buhmann. Wo ist der böse Buhmann? Noch ist er nicht da. Was ist das da drüben? Ach, guck mal, hier, das ist wieder so eine Rätseltruhe. Und das ist einer gewesen. So, wo sind die anderen? Da ist schon... Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. So, es müssen noch zwei Symbole irgendwo sein. Atreus, wo sind die Symbole? Okay, ich dachte, das kann man zerdeppern. Kann man nicht. Hier sind noch zwei Symbole irgendwo. Hier habe ich eine. Vielleicht sind die auch weiter weg. Das kann ja auch sein, oder? Falle.
Ah, da, ich seh's. Zwei Siege. Jetzt ist die Frage, wo ist das dritte? Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht. Hier sehe ich es nicht. Okay. Kann da auch Atreus drauf schießen? Das wäre es natürlich. Was heißt ein U? Achso, U heißt er hier. Hey! Warum? Was? Die Axt ist? Ich sehe das schon. Dann schießt du doch mal. Ah, aber der Pfeil ist nicht wirkungslos. Warte mal, man kann ihn einfrieren. Und dann kann man ihm einfach mal mit der Faust auf die Haselnuss hauen. Okay. Okay, das ist natürlich blöd, dass die Axt wirkungslos gegen den... Nein, nicht die Uschi schon wieder. Erstmal machen wir sie hier down. Ah, verdammt. Junge, Feuer. Okay, erstmal ihn hier. Ja, dann schieß. Wo ist denn meine Axt? Da ist meine Axt. So, jetzt erstmal ihn hier, komm. Au. Okay, war blöd. Warum hauen die sich eigentlich nicht selber auf die Haselnuss? Nein! Okay, das könnte aufs Maul geben. Nein, Papa ist tot. Zu blöd angestellt. Da war ich wieder zu gierig. Aber das Speichersystem vom Spiel ist eigentlich recht annehmbar. So, den hier können wir zum Beispiel mal... Ach so, das Problem war ja, dass die Axt wirkungslos ist. Halt das mal kurz. So. So. Jawohl. So, jetzt die Uschi. So, die ist natürlich ein Problem. Habe ich sie erwischt? Nein. Erstmal die da hinten. Erstmal die da hinten. Wir müssen erstmal die Uschi weghauen. Ja. Au. Nein, nicht auf die da. Auf die da. Ja, genau, auf die. Oder soll ich mich doch erstmal um die anderen kümmern? Ich weiß es nicht. Ja, genau auf den. Okay, blöder Kampf. Gefällt mir nicht. Ah, okay. Ja. Dann auf den hier, komm. Ah, was hat mich denn da getroffen? Ah, daneben. Okay, diesmal krieg ich's hin. Diesmal krieg ich's. Aua, ich bin eingeklemmt. Nein, bin eingeklemmt. Ja, ich weiß ja, dass da was kommt. Ich weiß ja. Vorsicht. Nein, Papa hat's schon wieder erwischt. Oh, ist das dreckig. Man weiß auch nicht, um wen man sich zuerst kümmern soll. Aber ich habe mittlerweile, denke ich mal, die zwei Nahkämpfer. Ja, jetzt kommt er wieder. Moment, hier halten. So, Papa passt ja schon auf. So. Er ist ja eigentlich gar kein Problem. Nur was danach kommt, ist das Problem. So, jetzt kommt die Uschi. Sag ich ja. Blöd. So, ihn schnapp ich mir jetzt zuerst.
Au! Cheng Chang Chok! Ach, daneben! Hey! Vorsicht! Vorsicht! Ja, ja, ich sehe sie ja. Die doofe Uschi. Bin noch nicht so weit. Schieß schon! Mann! Knapp daneben ist auch vorbei. Au, verdammt, ich hätte es beinahe gehabt. Nein, Deckung! So, Cheng Zhang. Au. Ich hasse euch. Ich weiß, dass ich verletzt bin. Ah, das war ein Heilstein. Okay, 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 okay. Hab's verstanden. Ja, ja, ist gut. Wir müssen an die Heilsteine ran. So, das da ist doch, glaube ich, ein Heilstein. Nein, da war ein Heilstein. Du bist gut, doofe Göre. Okay, einmal noch, dann fürchte ich, muss ich das ohne euch machen. Also nicht ohne euch, sondern in der nächsten Folge. Ping, pong, bock, bautz. So, und weg damit. Wie gesagt, er ist ja an und für sich kein Problem. So, die Heilsteine lassen wir mal da liegen. Uzi, Uzi, ja, ja. So, jetzt er hier. Komm. Komm, 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 komm. Au, ich bin noch ausgewichen. So. Komm, komm, noch mal. Nein. Komm, schieß. Ja, ja, so ist gut. Hey. Deckung. Heilstein. Ich glaube, es war ein Heilstein. Ne, da ist ein Heilstein. So. Ja, 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 ja. Da ist noch eine Heilung. Okay, erstmal der da. Ey, was? Au. Komm, komm. Hau noch mal zu. Komm, hau noch mal zu. Hau. So, schieß schon. Schieß ihm in den Rücken. Ah, jetzt kommt die Spucktante schon wieder. So, komm. Einmal noch. Ja. Okay, den hätten wir. Heilstein. Und jetzt nur noch die Uschi. Nur noch die Uschi. Nein! Bitte nicht noch mehr. Bitte nicht noch mehr. Ah, verdammt. Okay, wie machen wir das? Hau. Hau, ich bin noch ausgewichen. So, Heilstein. Heilstein, komm. Ich weiß, dass es nur noch zwei sind. Na, eigentlich sind es ein bisschen mehr, oder? Ja, auf ihn hier, komm. Nein, nicht auf die Uschi. Ach, man kann die auch permanent einfrieren. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Die wollte ich gar nicht treffen. Hä? Nein, ist sie nicht. So, der wäre weg. Und jetzt die Uschi. Nur noch die Uschi. Gut, dass du durch die Wand schießen kannst, mein Freund. Verdammt. Kann man die eigentlich... Aua. Kann man die eigentlich blenden? Kann man nicht.
Okay, dann musst du das machen, Junge. Komm, schieß hier ins Gesicht. Ja, ja, ich passe ja auf. Aua, nein, ich passe nicht auf. Super. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Schieß ihr ins Gesicht. Aber mal ohne Witz, wie macht man die ohne den Jungen? Okay, jetzt muss ich aufpassen, sonst bin ich nämlich tot. Schieß! Ruhe! Boah! Das waren noch nicht alle. Ach bitte, lass es alle gewesen sein. Puh, Freunde, wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Die Kämpfe werden anspruchsvoller.